Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Geist. Und zwei sind wir schon, sind hier unterwegs. Die werde ich mir auch schnell noch schnüppeln. Und ich glaube, einen dritten finden wir noch im Todesberg. Von dem her machen wir jetzt mal... Nein. Machen wir jetzt mal ganz fix auf, die zwei noch zu fangen hier. Vielleicht ist noch weiter oben noch einer. Ja, komm. Fangstoß. Tada. So, 18. Zwei brauchen wir noch. Für das erste Geschenk, was wir kriegen können. Denn man hat schon gemerkt an der Anzahl, die es da gibt. Es gibt mehr als die 20, die er haben möchte. Der Herr, hieß er Giovanni? Giovannis Fluch wollen wir brechen. Und das machen wir auch. So, jetzt sind wir natürlich an der Position, wo das Kämpfen nicht so leicht ist. Komm mal her. So, ein bisschen zurück. So, da haben wir noch einen. Sehen wir noch einen vom Weiten irgendwo rumschlungern? Das liegt hier. Achso, hier liegt noch Geld. Da oben kann ich gerade nicht reinschauen. Da in diesem Gang da. Ich glaube, da ist da vielleicht auch noch einer. Wir geben es einfach mal weiter nach oben. Hier ist keiner. Wow. Nein. Nein. Ach Mann, ich bin so dämlich. Aber ich sehe von hier aus schon mal keinen. Danke. Jetzt. Dankeschön. So, aber hier rüber. Ja, scheint aber nicht zu sein. Und auf der anderen... Ist da oben noch was? Ich glaube, da kann es ihm vielleicht noch. Sonst interpretiere ich mich direkt mal zum Todesberg. Achso. Können wir so noch Gott sprengen. Weil irgendjemand kam mir auf die glorreiche Idee, einen Felsen hinzupacken. Jemand kam auf die Idee, zwei Felsen hinzupacken. Tada! Es wäre einfacher gewesen, wenn wir einen Pfeil hinwerfen. Ja, ich weiß. Jetzt hier oben ist keiner. Jetzt können wir mal ganz kurz ins Horrors Höhle gucken. Ich meine, hier wäre auch noch was gewesen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich bin mir fast ziemlich sicher, am Todesberg ist noch was. Hier hinter vielleicht noch. Nee. Aber der Postbote ist hier. Auf die Möglichkeit nur AD Zora. Ich weiß gar nicht, wie ich dir geben soll. Dem Zora? Irgendeinem? Irgendeinem der Zoras? Das sind doch ein paar. So, Todesberg. Der Todesberg. La Todesberg! Da wollen wir hin. Zum Todesberg. Ist natürlich die Frage, wo hier? Ich könnte mir vorstellen, dahinter sogar. Hundevieh! Ich hoffe, es wird hier nicht Nacht, aber wieder Tag plötzlich. Alter, das wäre jetzt echt doof.
Aber die sind das egal. Ich mach das jetzt extra, weil hier kann ich die Schuhe anziehen. Und dann werde ich wirklich weggeweht, wollte ich sagen, aber ich werde trotzdem weggeweht. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Oh Mann, ich brauch doch nur noch einen. Dann ist der Kerl glücklich. Dann ist der Kerl glücklich. Ich könnte hier mal kurz gucken. Wir kommen auf jeden Fall wieder schneller raus. Dann wäre der Kerl glücklich. Aber hier ist keiner. Aber ich dachte, hier wäre einer. Das ist doch gemein. Wo ist denn hier einer? Ja, ich kann mir vorstellen, wo hier einer ist. Wo auf jeden Fall noch einer ist. Ah, der Mond ist fast weg. Wop. Das war das Kakariko Valley. Ich hoffe, hier schwimmt einfach irgendwo einer rum. Das würde ich doch schon gerne noch schnell machen, bevor ich gehe. Bevor ich ja, diese Welt verlasse hier. Wenn ihr einen seht, schreit ihr. Ich sehe gerade auf jeden Fall keinen. Mond, bleib bloß noch auf. Ich habe doch keinen Bock auf Tag. Geh mal weg da. Ich habe noch keinen Bock auf den Tag. Da ist einer. Ich habe gefunden. So, dich wollte ich nämlich noch haben. Denn wir wissen so oder so nicht hat. Da können wir das direkt mitmachen. Komm her. Geist! Geist Nummer 20! Dummer Vogel. Dummbeutelvogel. Da. So. Wir haben 20 Geisterseelen und damit weg hier. Bye bye. Ab in die Stadt. Besuchen Giovanni jetzt nochmal. Wie es weitergehen könnte in der Quest, haben wir leider schon ein bisschen erfahren, weil ich mit dem Typen zu früh gesprochen habe. Ich gebe es zu. Ich habe zu früh mit jemandem gesprochen. Und bevor wir hier hingehen. One moment, please. Jetzt habe ich mich komplett vergessen. Das wollte ich nämlich noch vorher machen. Tut mir leid. Shit, immer wieder Zeit. Aber ich möchte schon mal etwas spenden. Denn mein Konto ist erschreckend voll. Das geht hier wahnsinnig schnell, wie ihr merkt. Kann ich überhaupt tagsüber in den Laden rein? Nachts in den Laden rein? Darf ich nachts spenden oder muss Marona schlafen? Oh oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oh nö. Na gut, dann gehen wir tatsächlich zuerst einmal zu Giovanni und sage ihm, hey, ich habe deine 20 Geister. Ich habe sie. Ich habe sie alle. Aber ich möchte halt, bevor wir die Quest weitermachen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Wir wandern uns auch jetzt mal gar nicht zurück. Denn um zu Giovanni zu kommen, müssen wir diese Gestalt hier haben. Wie wir ja schon erfahren haben. Denn es gibt ja ein klitzekleines Loch in der Wand, wo wir nur als Wolf reinkommen. Zu weit, ne? Ist eigentlich egal, worum wir laufen.
Boah. Wir können auch hier langlaufen und den Südweg nehmen. Hallo, kenne ich euch? Nein, dann tschüss. Das ist erstaunlich leer, die Stadt bei Nacht, muss ich sagen. Immer mir die ganze Zeit Nacht, jetzt hätte ich gerne Tag. Ich kann mich auch nicht entscheiden, nicht wahr? Ja, ja, ich weiß. So. Willkommen zu der Katzenversammlung. Hört man doch Stimmen aus Giovannis Haus. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass er nicht hier rauskommt. Achso, ich muss mich gar nicht gespürt machen. Ja, er müsste sich gespürt machen, zu viel anscheinend. Hallo? Oh, da hat sich was getan. Oh, er kann sich bewegen. Yay! Endlich kann ich mich wieder bewegen. Da habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, da soll ich mal kenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann. Du hältst Feentau. Die Flüssigkeit in der Tasche ist die Essenz des Feensegens. Feentau füllt deine Herzen vollständig auf, außerdem steigt für eine Weile deine Angriffskraft. Und das, das findet man in der Grotewüste, ganz im Westen. Da gibt es wohl eine Höhle. Und mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja noch nicht ganz komplett. Seltsam. Vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett fett zu machen. Ob ich dich vielleicht noch einmal losschicken kann, ob meine kleine Kläffer wohl noch einmal 5 Geister jagen kann? Hier, ich gebe dir auch noch diese Lampe. Die sollte die Suche der Geister etwas erleichtern. Du erhältst die Geisterlampe. Sie leuchtet, wenn sich ein Geister in der Nähe befindet. Lege sie... Ja, bla. Sie verbraucht kein Öl. Das ist besonders lustig. Ich zahle auf dich. Damit haben wir... Nicht nur 4 Flaschen, wir brauchen auch nie wieder Öl. Unsere andere Lampe ist wohl noch da, aber die hier ist viel mächtiger. Und ich würde sagen, raus hier. So. Kann ich mich jetzt hier ungestraft in Mensch verwandeln? Hallo. Wir müssen erstmal die Stadt verlassen. Natürlich. Jupp. Bevor wir was machen dürfen. Ist zwar kaum eine Menschenseele unterwegs, außer die zwei da. Aber nein, wir müssen natürlich trotzdem die Stadt verlassen. Aber es wird doch langsam wieder Tag, seht ihr hier? Das heißt, bevor wir die... Ja, wisst ihr was? Bevor wir jetzt... weitermachen und zur Stadt gehen, können wir auch ruhig erst einmal... Warte, zu der Truhe möchte ich übrigens irgendwann mal. Können wir leider noch nicht hin. Und, guck mal, er ist hier auch fertig. Sprechen wir doch erstmal ganz kurz mit ihm noch. Denn man sieht schon, der Weg ist jetzt komplett frei. Wie kommt überall hin, ziemlich schnell, wenn wir wollen. Ich hab den Felsen aus dem Weg geräumt, wie versprochen. Ich weiß ja nicht, wohin du willst, aber pass gut auf dich auf. Jupp, damit haben wir endlich jeden Weg zur Stadt freigeschaltet. Ja. So, wupp hin, bitte. Der ist immer noch da. Ich will Geld ausgeben. Okay. Ein weiteres Mal kurz spenden in Kakariko. La Kakariko, ich komme. Denn einmal spenden. Ich will allerdings nicht alle spenden. Ich will zu 700 spenden. Ein bisschen Geld wollen wir noch auf die Tasche haben, nicht wahr? So, zum Mensch werden. Hallo. Keine Ahnung, wie Epona ist, aber wir bauen Epona nicht mehr. Ha! Billiges, blödes Pferd. Ha. Ich kann mich in Wolf verwandeln. Wann will ich mit dem Pferd? Nein, wir werden natürlich öfters immer noch auf Epona reiten. Weil Epona ist immer noch ein schönes und gutes und edles Pferd. Der große Goldschütz wird die Brücke vollständig repariert. Die Lieferwege sind damit gesichert. Weiterhin könnte ein Fonds für die Finanzierung der Expansion nach Hyrule gegründet werden. Und ja, ich hatte vorhin eine andere Stimme. Aber an dem für die Expansion nach Hyrule statt notwendigen Betrag fehlen noch 2 Rubine. Beteiligung auch du dir in der Sammlung zur Errichtung eines billigen Landes Hyrule. Oh? Das ist billiger geworden? Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht! Wir haben eine Legende erschaffen. Du sollst nach Hyrule gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mal etwas mehr gekostet. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mich mal 2000 Rubine gekostet, wenn ich mich nicht ganz täusche.
in der Originalversion und damit haben wir sogar einen Laden geöffnet. Wow. Wow. Und in diesem Laden... Jetzt will ich doch nochmal... Okay. Wir werden erst in der nächsten Folge die Story weitermachen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber der Laden ist jetzt da. In Hyrule City. Maros kleiner Laden in Hyrule City ist da. Denn da gibt es so eine Sache, die man sich jetzt tatsächlich schon kaufen kann, die sehr, sehr, sehr nett ist und ich werde sie wahrscheinlich so gut wie nutzen. Ja. Der gediegene Kenner dieses Spiels weiß, wovon ich wahrscheinlich rede. Link, wo bist du? Ich weiß, dass der Laden aufhat. Hallo Link, ich hab Post für dich. Wir sind am Sender, mach im Markt. Sagt ihr das was? Ja. Also, Sverle, ich schnapp die Post. Der Marumarkt ist jetzt in Hyrule Stadt und da wollte ich doch gerade hin. Jupp, der Marumarkt hat aufgemacht. Ich gehe erst die Insekten eintauschen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Muss ja viel weniger spenden. Ich bin total perplex. Oh, meine Fans, meine Freund-Fans sind alle hier in Hyrule. So. Ach, ich rede immer mit dem Typen, obwohl ich durch die Tür will. Hallo. Ja? Ich habe ein paar Käfer für dich. Aber du Hirschkäfermännlich, bist es wirklich? Ah, der Hirschkäfer mit so einem Geweih fühlt man sich wie der König der Käfer. Danke, danke, ich bin so glücklich. Und wie immer teilt sie unser Glück? Ja. Das Blöde ist, ich glaube, wenn wir mehr geben, ist unser Gepäck voll. Warum 150? Oh, das passt noch. Ja, das kennen wir schon, oder? Sind damit noch nicht bei 1000. Ja, ich hab noch zwei Käfer für dich. Aber du, Libelle, männlich bist du wirklich. Oh, die Libelle, wenn man wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz. Danke, danke, danke. Ich bin so. So. Ich verpiss mich. Haha, ich behalte die Libelle weiblich jetzt noch. Achso, ich sag gar nichts mehr. Ha, sag es nur beim ersten Mal, dass wir noch Insekten haben. So, Maromarkt. Wir besuchen den Maromarkt. Maromarkt ist um die Ecke. Da gibt es einen Maromarkt. Der M-Markt. Lass mir mal vorbei hier. Du hast eine sehr ordinäre Mütze auf, mein Freund. So, hier spende ich nie wieder was. Du wolltest so viel Geld, mein Freund. So viel. So, der Maromat ist hier. Unten rechts. Unten links könnte man auch nochmal kurz reingehen. Da ich noch gar nicht. Bitte hier, Maromat. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Kleinpreishelden von Maromat. Bekannt in Hyrule Stadt für ihre legendären Preise. Reichspazieren, Reichspazieren, schau dir unsere erstklassige Waren alle Ruhe an. Jupp, Maro hat als Supergeschäftsführer mitten in Hyrule Stadt einen Laden aufgemacht, obwohl der ein klitzekleiner kleiner Junge ist. Kauf ist. Kaufst dir, wenn du was willst, dann kaufst dir. Herzlich willkommen im Maromarkt Hyrule Stadt. Zahlreiche Sondergebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles, auf Regine billig. Maromarkt, der kleine Preis hält, der freut es einfach in Volkes. Und hier gibt es einen Stempel,
und Bomben. Die Bomben, die sind sogar billiger, als wir es kennen. Und es gibt sogar die Magierrüstung. Und die kaufen wir uns. Wie wär's hiermit? Passt prima zu dir. Kauf ich. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Das war die letzte Magierrüstung, die wir noch auf Lager hatten. Du hast die Magierrüstung. Solange du sie trägst, verwandelt sich deine Rubine in magische Energie. Du wirst immun gegen jede Art von Angriff, verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Wird deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Ich möchte... Ja, kaufst du ja. Yeah! 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 Du hast den Stempel Marumarkt erhalten. Deine Stempel kannst du immer auch so über dir anschauen. So. Damit haben wir jede Menge gekauft. Das Blöde ist, ich möchte Bob loswerden. Gibt's den Ankauf? Hey, komm mal, kauf mir was. So. Ich schenke die Bombentasche leider nicht voll. Na egal. Wie gesagt, wir haben ja Bombenpfeile. Ist fast genauso toll. Wie werde ich die denn jetzt los? Boah, ich glaube, das kann ich mir bis zum nächsten Mal überlegen. Tja, so ist das. Und da ich schon sage, können wir uns beim nächsten Mal überlegen. War es auch schon für diese Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den Marumarkt klein geräumt. Und da wir schon mal dabei sind. Wir haben ihn gebaut und leer geräumt. Und das hier, liebe Freunde, das ist die Magierüstung. Und wir sehen schon. Allein das Laufen verbraucht Rubine. Und da ich so viele Rubine nicht habe, jetzt sowieso nicht mehr, lasse ich es einfach aus. Ja. Wie gesagt, das war es für diese Folge mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Das nächste Mal machen wir endlich mit der Story weiter. Ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass wir jetzt ein bisschen aufgeräumt haben hier. Denn wir haben jetzt alle 25 Herzteile, die man bis hierhin sammeln kann. Wir haben nicht alle Geister, die man bis hierhin sammeln kann. Wir haben auch, wir haben alle Insekten, die man bis hierhin sammeln kann. Wir haben noch nicht alle Geister, die man bis hierhin sammeln kann. Das ist richtig. Wir haben alle Ausrüstungen, die man bis hierhin sammeln kann. Wir haben eigentlich schon, wir sind eigentlich ziemlich gut dabei. Allerdings, wie gesagt, hier fehlt uns noch jede Menge. Aber wie gesagt, wir können sowieso noch nicht alle sammeln. Von dem her ist das egal. Ne? Wir haben alle Flaschen. Wir haben 25 Herzteile. Alle Insekten bis hierhin. Und hier, macht Werbung für Marumarkt. Der kommt hier ziemlich gut an. Und wir haben es auf die Beine gestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Moscha. Ciao, ciao.